Wir waren neulich zu Besuch in einer Sternwarte und hörten dort von explodierenden Sternen, sogenannten Supernovae. Da das doch ein eher komplexes Thema ist, wettete mein Freund Hubert mit mir. Als Wetteinsatz haben wir um diesen Eisenmeteorit gewettet. Dass ich es nicht schaffen würde, selbst mit Hilfe einer ausgewiesenen Expertin, eine solche Explosion im Kosmos allgemein verständlich zu erklären. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich diese Runde hier einberufen. Doch wovon genau reden wir? Eine Sternexplosion. Eine Explosion auf der Erde ist oft das Ende von etwas. Irdische Explosionen sind aber in keiner Weise vergleichbar mit einer Sternexplosion. Herr Baird, nenn das Ding doch bei seinem Namen. Wir reden hier von einer Supernova. Und was tun eigentlich Wittgenstein, Eichendorff und Justitia hier? Die haben doch von Supernova überhaupt keine Ahnung. Da wäre doch jeder beliebige Physiker oder selbst ein Mathematiker oder selbst ein Informatiker noch besser. Jocelyn, das hat alles seinen Grund. Dr. Justus hier, Eichendorff und auch Wittgenstein sollen meine Wette unabhängig beurteilen. Sie sollen dafür sorgen, dass auch nicht physikalisch Bewanderte dein Gerede verstehen. Aber jetzt fang doch einmal an. Erklär uns doch erst einmal, was ein Stern überhaupt ist und wie eine Supernova aus physikalischer Sicht funktioniert. Nun gut, beginnen wir mit einigen Begriffserklärungen. Zuallererst, was ist überhaupt ein Stern? Kurz, eine riesige Gaskugel, die sich einst aus interstellarer Materie gebildet hat. Interstellare Materie befindet sich überall im Raum zwischen den Sternen. Das ist kosmischer Staub, aber hauptsächlich sehr dünnes Gas, hauptsächlich Wasserstoff. Ah, Wasser, der Ursprung des Lebens. Gibt es das auch im Weltall? Zunächst ist Wasser nicht dasselbe wie Wasserstoff. Dieses ist das häufigste chemische Element. Aber zu deiner Frage, ob es Wasser auch im Weltall gibt. Für dauerhaft vorhandenes flüssiges Wasser gibt es außerhalb der Erde noch keine Belege. Aber zurück zur interstellaren Materie. Darin bildet Wasserstoff Wolken. Wasserstoff ist nur ein Gas und ganz dünn verteilt in solchen kosmischen Gasnebeln. Selbst wenn wir sie prachtvoll im Fernrohr leuchten sehen, so sind da im hellsten Teil doch nur 10.000 Atome in einem Kubikzentimeter. Das sind Zahlen. Mit denen kann doch niemand was anfangen. Bell, gib uns doch bitte Beispiele, unter denen wir uns was vorstellen können. Um beim Beispiel von eben zu bleiben, das sind 10.000 Teilchen, also eine 1 mit 4 Nullen in, sagen wir, in einem Spielwürfel. Zum Vergleich, die Luft, die wir hier atmen, ist viel, viel dichter. Das ist eine Zahl von einer 1 mit 23 Nullen in eben diesem Spielwürfel. Das Vakuum in dieser Wolke ist dünner als alles, was wir Menschen erzeugen können. Ab wie vielen Teilchen ist ein Vakuum wohl ein Etwas und ab wie wenigen ein Nichts? Wenn so wenige Teilchen da drin sind, kann man dann überhaupt behaupten, dass es existiert? Ja, es ist sogar berechenbar. Und mehr noch als das, wir können es auch beobachten. Zum Beispiel im Fernrohr, im Orionnebel. Aber der Raum, in dem sich das abspielt, ist riesig. Dutzende Lichtjahre. Ein Lichtjahr, das ist die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Und über lange Zeit, das sind Hunderttausende von Jahren, bilden sich in diesem riesigen Raum Klumpen von dichterem Material. Diese Klumpen verdichten sich weiter, da Materie sich gegenseitig anzieht. Dies geschieht so lange, bis der Druck und die Temperatur so hoch sind, dass ein Stern wie unsere Sonne entstehen kann. Das Feuer ist ein Prozess, der Kernfusion genannt wird. Der Stern leuchtet von selbst. Zahlen. Mit Zahlen wollen Sie mich beeindrucken. Allein? Denen fehlt doch die Seele. Ein Lichtlein war geboren. In seinem Bett funkelt es wie ein Edelstein. Aber wenn, wie vernommen, auch die Sonne solch ein Stern ist, müsste sie doch auch in solchen Nebelschwaden entstanden sein. Wohin sind die denn entschwunden? Nun, bei der Sonne ist jenes freudige Ereignis schon 4,5 Milliarden Jahre her. Aber wir beobachten das Moment in vielen Gasnebeln. Das übrig bleibende Gas wird dann von den Sternen weggedrückt. Aber zurück zur Sache. Im Inneren des leuchtenden Sterns wird Masse in Energie verwandelt, indem leichte Atomkerne zu schwereren verschmolzen werden. Aber bei dieser Verschmelzung muss es sehr, sehr heiß sein. Wie bei der Liebe?
Erst muss es ein Feuer geben, damit danach zwei Herzen miteinander verschmelzen können. Wenn Sie unbedingt wollen. Aber die Verschmelzung im Stern heißt Fusion. Die erzeugte Strahlung strömt dann nach außen, bis sie an die Oberfläche tritt. Der Stern strahlt, wie unsere Sonne auch. Diese Strahlung drückt aber auch die Materie nach außen. Im Alltag kennen wir sowas nicht, aber stellen Sie sich die Strahlung auch aus den Lichtteilchen bestehend vor, die schnell herausfliegen, die Atome der Sternmaterie stoßen und so von innen drücken. Das klingt ja sehr gewalttätig. Der arme Stern, es zerreißt ihn doch. Die Moral verlangt von uns, dem Einhalt zu gebieten. Ist das nicht Aufgabe des Naturgesetzgebers, dieses Zerreißen? Ist das dann schon eine Supernova? Immer mit der Ruhe. Für den Ausgleich sorgt die Gravitation. Die Materie dort wird ja gleichzeitig von der Sternmasse nach innen gezogen. Gerade so, dass die Materie an Ort und Stelle bleibt. Ein stabiles Gleichgewicht nennen das wir Physiker. Gefällt mir soweit. Aber nehmen denn die Atome nicht trotzdem Schaden, den das Universum irgendwie regulieren muss? Schaden? Dieses Material ist einfach was gänzlich anderes als das uns Vertraute. Man nennt es Plasma. Selbst an der viel kühleren Oberfläche haben wir es mit Plasma zu tun, dessen Zustandsgleichheit... Plasma. Das erinnert mich an Blut. Blutspenden. Gibt es so etwas Ähnliches wie Plasmaspenden auch bei Sternen? Ach, die Supernova. Der Aderlass des Sterns, der an seiner Heißblütigkeit erkrankt ist. Dieses Plasma hat mit Blutplasma rein gar nichts zu tun. Es ist ein besonderer Zustand der Materie. Wo normalerweise die Atome aus dem Kern und den Elektronen drumherum bestehen, sind letztere im Plasma frei beweglich. Aber ihr Plasma ist denkbar ungeeignet für Blutbanken. Selbst mit dem Kühlen von der Sonnenoberfläche. Nur 6000 Grad Celsius heiß, hätten sie nicht lange Freude. Kann man das nicht abkühlen? Durch die Herstellung von Minisonden könnte man doch bestimmt zum Beispiel Lampen herstellen. Minisonden können wir zwar nicht herstellen. Tatsächlich stammt aber alle Energie, die wir letztendlich sehen, von dieser Oberfläche. Und wenn wir uns so die Solartechnik ansehen, stellen wir fest, da kommt wirklich viel Energie an. Insgesamt hat dieser riesenumfassende Sonne eine Leuchtkraft von 4 mal 10 hoch 26 Watt. Puh, lassen Sie mich mal rechnen. Mit dem, was die Sonne in einer Sekunde ausstrahlt, könnte die Menschheit ihren Energiebedarf 800.000 Jahre lang decken. Das klingt ja fast so, als wäre ein Stern wahnsinnig hell. Darf der das überhaupt? In Bayern gilt ja seit letztem Sommer ein Lichtverschmutzungsparagraf. Jedes öffentliche Wahrzeichen muss um 23 Uhr ausgeschaltet werden. Bringen Sie dem Stern noch eine Vorladung. Viel Spaß beim Zustellen, wird eine heiße Sache. Schmutz ist nie der Glanz der Sterne. Er weckt doch Sehnsucht nach der Ferne. Es regen an zum Dichten, Singen, Malen. Der Sterne weitgereiste Strahlen. Selbst im Falle der Sonne weitgereist. Immerhin 150 Millionen Kilometer braucht es bis hierher. Lichtverschmutzung der Sterne. Vollkommen irrelevant, vollkommen vernachlässigbar. Der Stern leuchtet ja dann nach der Supernova sowieso nicht mehr. Sie müssen sich also hier nicht über Lichtverschmutzung streiten. Ich habe die Sonne ehrlich gesagt noch nie in Bayern um 23 Uhr leuchten gesehen. Gemach. Wäre nicht die Supernova unübersehbar brillant? Wartet ihr Astronomen nicht schon lang darauf, die nächste zu sehen? Und wie lange dauert das denn noch? Zuallererst muss ein Stern natürlich in dem Stadium ankommen, wo er explodieren kann. Das dauert schon seine Zeit. Mit etwa 100 Millionen Jahren bei einer Ausgangssternmasse, die die zehnfache Masse der Sonne beträgt, muss man schon rechnen. Es gilt nämlich, je schwerer der Stern, desto heller leuchtet er zwar, aber desto kürzer lebt er auch. Ein helles Leben verglüht eben auch viel zu schnell. Das sind ja Aussichten. Ein Selbstmord mit Ankündigung. Könnte man die Tatzeit vielleicht noch ungenauer bestimmen? Wenn Sie die Tatzeit wollen, schauen Sie doch einfach zum Himmel. Wie das? Haben Sie nicht von Millionen Jahren Wartezeit geredet? Schon, doch zum Glück für uns Astronomen ist das Universum noch viel, viel älter. So sind schon genügend Sterne im Kosmos in der Endphase ihres Lebens. Alle paar Tage leuchtet in irgendeiner fernen Galaxie ein Stern als Supernova auf. Und das, obwohl das Licht, das wir heute sehen, oft Jahrmillionen zu uns gereist ist.
Wir blicken also immer in die Vergangenheit. Doch war die Vergangenheit wirklich? Oder haben wir sie erst jetzt, in diesem Augenblick, erfunden? Können wir das je wissen? In unserer Nähe, in der eigenen Galaxis, hatten wir schon seit 400 Jahren keine Supernova mehr. Die letzte erschien kurz bevor das erste Fernrohr erfunden wurde. Mir schwirrt der Kopf, ich armer Tropf. Muss mehr studieren, um das zu kapieren. Doch lässt sich nicht lernen aus dem Leben von Sternen? Mehr Masse heißt heller, das Brennen geht schneller. So wie in der Welt auch. Die Großen können prassen, während die Kleinen kaum je Fuße fassen. Naja, solange keiner betrügt, darf ja jeder mit seinem Eigentum anstellen, was er will. Und der Stern wird ja kaum einem anderen seine Materie wegnehmen, nicht wahr? In Doppelsternsystemen gibt es das auch. Aber ohne Anwalt sage ich darüber nichts. Ich rede hier nur von Typ 2 Supernova. Gibt's da nicht einen einfacheren Namen? Und was passiert denn nun am Ende eines Sternenlebens? Meine Damen und Herren, nun lassen Sie doch Ihre Anthropomorphismen, Ihre Vermenschlichungen beiseite. Ich finde an einem Stern nichts Lebendiges. Was hier interessiert, ist die Formverwandlung eines Klumpens Materie, eines zugegebenermaßen großen Klumpens. Keine Veränderung kann auch unaufhörlich weitergehen. Wie nennen Sie die Endphase? Wir sprechen hier vom Kernkollaps. Jedenfalls hört irgendwann die Fusion auf, weil Atome nicht beliebig lange weiter verschmelzen. Das geht nur bis zum Eisen. Nur im Zentrum hat der Stern das erzeugt, denn nur dort war es heiß genug dafür. Und mit der fehlenden Fusion wird auch keine Strahlung mehr erzeugt. Wir erinnern uns an das Gleichgewicht, das wir vorher besprochen hatten. Das Gleichgewicht zwischen Strahlungsdruck und Gravitation. Keine Strahlung mehr, also hat die Gravitation keine Gegenkraft mehr. Dadurch fällt der Kern in sich zusammen. Wir sprechen also vom Kernkollaps. Ha, nun also wird Gewalt angewendet. Nun allerdings von der Gravitation, die vorher das Auseinanderreißen verhindert hat. Der arme Stern, wo bleibt hier der Naturgesetzgeber? Dr. Justus, beruhigen Sie sich. Der Kollaps ist ein Ereignis, das sehr, sehr schnell vor sich geht. In Millisekunden. Sollte ein Stern Schmerz empfinden, so wäre dieser aufgrund der kurzen Zeitspanne vollkommen vernachlässigbar. Viel, viel spannender ist aber, was dabei geschieht. Durch den Kollaps wird die Materie extrem dicht. So dicht, dass seltsame Dinge vor sich gehen. Ein normaler Atomkern besteht aus Neutronen und Protonen. Durch den extremen Druck aber wird jeweils ein Proton und ein Elektron ineinander gepresst. Und, Sie ahnen es, das ergibt ein Neutron. Und damit entsteht ein Neutronenstern im Inneren. Eine unglaublich dichte Kugel von nur 20 Kilometern Durchmesser und doch schwerer als die Sonne. Stellen Sie sich das vor! Eine Kugel von 20 Kilometer Durchmesser, die schwerer ist als die Sonne. Das können Sie gerne erzählen, aber ist das auch zu beobachten? Warum so ungeduldig, Frau Philosophin? Wir kommen schon noch dazu, dass wir auch etwas davon sehen. Aber ich will Sie nicht um Ihre Antwort bringen. Wir simulieren das in unseren Computern. Und damit bekommen wir Ergebnisse, die zu den Beobachtungen passen. Übrigens erzeugt diese Entstehung eines Neutronensterns etwas, das wir beobachten können. Einen Schauer von Neutrinos. Die reagieren allerdings nur sehr, sehr schwach. Wir werden jede Sekunde von Trilliarden Neutrinos durchflogen und es macht uns nichts. So leicht wie ein Neutrino wäre ich gern, quellend aus dem Kern eines jeden Sterns. Wird das Weltall durchschwirren, viele Forschende verwirren. Bliebe schlank, fast masselos. Nur mein Schwung wäre grad famos. Alles Materielle, doch flöge ich lichte Schnelle. Doch eines fehlte mir als Lepton. Ich bliebe einsam, vermisste welch Hohn. Fast jede zärtliche Interaktion. Oh. Dieser Neutronenstern nun ist ein stabiler Zustand. Er ist quasi fest. Aber das Material des Sterns, die äußeren Gashüllen, strömen immer noch nach innen und prallen nun auf diesen festen Kern. Und das meiste Material wird zurückgeschleudert. Diese Stoßwelle läuft nach außen und zerreißt die äußere Sternhülle. Ist das nicht laut? Sie wissen schon, dass ab 22 Uhr... Wie sollten wir etwas hören? Dazwischen ist Vakuum. Das leitet keinen Schall. Wohl aber ist es hell. Die ganze Bewegungsenergie des einstürzenden Materials wird zu Hitze.
Nach einigen Stunden erreicht die Stoßwelle die Sternoberfläche. Nun sehen wir den Stern extrem hell strahlen. Und wie erklärt sich nun der seltsame Name Supernova? Was soll daran Super oder Nova, also neu, sein? Nova bedeutet wirklich einfach nur neu. Denn früher dachte man, wir sehen nun einen neuen Stern. Und Super, weil er besonders hell ist. Warum hat man denn diesen Stern zuvor nicht gesehen? Er hat doch auch geleuchtet. Wohl war da vorher der Vorläuferstern, aber der war viel, viel schwächer. Eine solche Supernova hat oft einen Helligkeitszuwachs von um den Faktor 100 Millionen. Den Stern davor sieht man oft einfach nicht. Da erscheint die Supernova, wo vorher nicht zu sehen war. Ein helles Aufleuchten? Ein helles Licht und dann nichts? Nein, damit ist es meist nicht getan. Denn das, was mal die Hauptmasse des Sterns war, expandiert nach außen und kühlt sich ab. Aber wir sehen das noch lang. Zum Beispiel unter den vielen nebligen Wölkchen am Sternenhimmel gibt es auch welche, die schon mit kleinen Fernrohren sichtbar sind. Ein solches schimmert im Stier, am Winterhimmel. Ist der Himmel nicht gleich und immerfort beständig? Egal ob Winter oder Sommer? Nun, je nach Jahreszeit schauen wir nachts in eine andere Richtung des Weltalls. Wir sehen also unterschiedliche Sternbilder. So können wir zum Beispiel das Sternbild Stier besonders gut im Winter beobachten. Aber Jocelyn, was hat es nun mit dem Nebel darin auf sich? Mit diesem nebligen Wölkchen konnten die Astronomen lange nichts anfangen. Bis man in chinesischen Aufzeichnungen fand, dass man im Jahre 1054 ein sehr heller Stern erschien. So hell, dass über Wochen am Tag sichtbar war. Stellen Sie sich das vor, ein Stern, der wochenlang am Taghimmel zu sehen war. Und die Position passt, Sie ahnen schon, das war ein Supernova. Nur in China hat man das gesehen? Wenn es so lange am Himmel stand? Fragen Sie doch die Historiker, ich bin Astronomin. Wo war ich? Ah, und eben dieses Wölkchen ist der zerrissene Stern. Aber da ist mehr. War da nicht der Neutronenstern im Inneren? Der hat das unbeschadet überlebt. Eine unglaublich dichte Kugel von nur 20 Kilometer Durchmesser und schwerer als die Sonne. Die Wolke dehnt sich immer weiter aus. Geht zuletzt im überall verteilten dünnen Gas auf. Und dennoch hat das Ereignis langfristige Folgen. In dem Vorläuferstern sind schwere chemische Elemente entstanden. Was bedeutet eigentlich schwer? Und wenn du von schweren Elementen redest, von welchen Elementen redest du dann? Wir Astronomen, wir nennen einfach alles außer Wasserstoff und Helium schwer. Also auch die Elemente, aus denen unsere unmittelbare Umgebung besteht. Der Sauerstoff und der Stickstoff unserer Atemluft, das Magnesium und Silizium im Gestein und auch das Eisen im Erdkern. Und auch das Eisen in unserem Blut. Am Ende seines Lebens als normaler Stern wird in einem Stern Eisen fusioniert. Nicht nur Eisen, alle schwereren Elemente entstehen in diesen Sternen. Und durch die Supernova-Explosion werden sie im Weltall verteilt. Das ist ja wohl ein Umweltdelikt. Einbringung von schweren Elementen in das interstellare Medium, insbesondere diesen eigentlich recht toxischen Sauerstoff. Und das im Naturschutzspiral unserer Galaxis. Sie sollten froh darüber sein, dass es Supernova und diesen Verteilmechanismus gibt. Denn ohne diesen beiden hätten wir nur Wasserstoff und Helium im Universum. Woraus auch sie bestehen, wurde erst in einem Stern entbrütet. Nur aus Wasserstoff und Helium gibt es keine Juristen. Denn aus diesem mit den schweren Elementen angereicherten Medium entstehen häufig neue Sterne. Oft mit Planeten, von denen mindestens einer Leben hervorgebracht hat. Leben, das bei uns auf der Erde auf Kohlenstoff basiert. Wieder eines dieser schweren Elemente. Na, ich denke, damit sollte doch jeder nun verstanden haben, was eine Supernova ist. Liebe Bell, Dr. Justus, Eichendorff, Wittgenstein, was denkt ihr? Habe ich mir diesen Eisenmeteorit verdient? Ja, ich denke schon. Definitiv. Ja, du darfst diesen Brocken schwerer Elemente nach Hause tragen. Ja, hast ihn dir verdient. Dann möchte ich ein Fazit ziehen. Wir sind purer Sternenstaub. Ohne Supernova gäbe es keinen von uns allen. Holder Stern, sterben musstest du, damit wir leben können.